So, liebe Leute, ich glaube, wir fangen an mit unserem coolen Gadget-Webinar. Was gibt es alles neu, wie coole Sachen, was eigentlich musst du haben, das musst du unbedingt haben. Wir haben ganz viele schöne Sachen da um uns herum und ich tue euch die heute in der nächsten halben Stunde mal erklären, dass ihr seht, was es gibt und vielleicht ist das ja etwas für euch. Ein paar Sachen musst du unbedingt haben, ein paar andere Sachen kannst du vielleicht brauchen, das werden wir dann nachher sehen. Ich bin der Bruno vom TSK Zürich und ich bin da vor allem im Verkauf tätig, kenne die Produkte alle recht gut, obwohl sie alle sehr neu sind, mit die kurz beschreiben. Und natürlich, das geilste Feeling ist immer, wenn du es natürlich auch kannst anlangen und dann kannst du in die Hände nehmen und für das kommst du dann am besten laden und dann tun wir dir das selbstverständlich dann zeigen. Okay, wir fangen zuerst mal mit einem ganz kleinen, herzigen Gadget an. Haben wir ganz neu bekommen und zwar ist das der Mares Connector. Okay, das sieht völlig unscheinbar aus und von der Größe her, das ist das Teil hier. Also klein und fein. Und was du mit dem kleinen Teil kannst machen, da kannst du alles hermachen, was du willst an dein Jacket her. Das ist ja die Idee. Du kannst da etwas verbinden auf dieser Seite und ja, dann hast du das Magnet da vorne, wo du musst hinterziehen, damit du es lösen kannst. Und auch das Herrenmechen ist ganz, ganz einfach. Es findet eigentlich selber seinen Weg, indem du das einfach da hinten da rein tust. Hebt bis zu 60 Kilo kannst du da herhängen. Also kannst du Grossmutter mitnehmen zum Tauchen, kannst du da herbinden. Aber einfach nicht hinten drücken, weil sonst fliegt sie davon. Dann, oder? Das ist ganz einfach. Ist ein kleines, cooles Gadget. Für was kann man das brauchen? Man kann Oktopusse rein tun, man kann eine Lampe rein tun, eine Kamera, wo man schnell wieder loslässt, schnell wieder drin hat. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, für was man das könnte brauchen. Wie gesagt, 60 Kilo dranhängen, also das ist schon eine rechte coole Sache. Ganz neu rausgekommen das Jahr von Mares und ein Preis von 29 Franken ist nichts für das, dass du alles gesichert hast, inklusive Grossmutter. Ich meine, die hebt natürlich. Ob du die mitnehmen zum Tauchen, ist die andere Frage. Magnetisch, von dem her richtig eine coole Sache. So. Dann natürlich nochmal zu etwas Kleinem, etwas, was man eigentlich muss haben, bevor wir zu den grösseren Sachen gehen. Jetzt gibt es hier von X-Tip, das ist ja eine Marke, die man recht cool findet. Ja. Gibt es so wunderschöne Karabiner. Ich meine, jeder Taucher braucht einen Karabiner. Das ist einfach nur mal so. Karabiner brauchst du für alles Mögliche. Und die haben von der X-Tip drei verschiedene Karabiner. Da ist so der klassische Double-Ender-Karabiner. Und warum musst du jetzt genau den Karabiner nehmen und irgendeinen 0815 Karabiner? Die Dinger da, ich meine, die laufen so smooth, musst du das mal anschauen. Ja, das kannst du super easy öffnen, sogar mit dicken, fetten Trockenhändchen bringst du das super auf. Und darum sind die extrem wertig gemacht, extrem gut gemacht, auch sehr robust, sehr stabil. Und ja, ich würde mal sagen, wie viel Tech ist sicher der Choice. Warum also nicht auch für uns Sporttaucher, einfach der richtige Karabiner. Jetzt haben sie aber noch ein paar andere Karabiner, vielleicht brauchst du eher einen kleineren, dann wäre es eher der. Der kleine Karabiner, den kannst du zum Beispiel beim Sidemounter brauchen, wenn du deine Automaten herhängen willst, sonst irgendeine Kamera willst herrenmichen, auch der wieder geht super easy, wenn er läuft, super smooth, klein, handlich. Eigentlich etwas, wo in jedes Tauchgepäck reingehört. Man braucht immer irgendwie einen Karabiner. Und natürlich, wie gesagt, den kann man auch gut brauchen, zum Bojen schiessen oder so. Also sehr gut. Ja. Dann natürlich gibt es noch den grossen Karabiner, das wäre dann der da, der ein grosses Auge hat. Auch da natürlich sehr praktisch, wenn wir mit Trockenhändchen unterwegs sind, weil da kommst du wunderbar mit den Fingern da hinten rein. Du kannst das sehr gut heben da auch. Und auch da natürlich super gut von der Bedienung her, einfach super smooth. Karabiner of choice. Ich weiß gar nicht, ob sie die in Polen machen, weil X-Tip ist eine polnische Firma und sie sagen eigentlich, dass alles, was sie herstellen, kommt direkt von Polen, also europäisch. Und ich gehe davon aus, dass die auch in einem polnischen Werk gemacht werden, von X-Tip überwacht. Also richtig coole Sachen. Also wie gesagt, wenn du Karabiner brauchst, wir haben natürlich noch viel mehr Karabiner, auch von anderen Herstellern, aber ja, die X-Tip, die stellen, machen etwas.
So. Gut, das sind mal ein paar kleine Sachen gewesen. Jetzt, was haben wir ganz neu bekommen? Da hinten stehen ein paar schöne Sachen. Wir gehen zuerst zu diesen ganz neuen Lampen von Apex. Die sind ganz neu auf den Markt gekommen. Die haben wir vielleicht vor, ja, ich würde sagen, eine Woche nicht bekommen. Zwei Wochen vielleicht. Nehmen wir die erste führen. Die zweite. Sorry. Also, das ist das Zauberding. Das ist die Apex Luna, heisst die. Zum einen super wertiges Marine Aluminium haben sie da verwendet, also extrem robust. Du hast 2000 Lumen da vorne, also richtig Power, kannst du natürlich abschalten. Selbstverständlich, also dimmen, dass sie nicht zu stark ist. Und vermutlich das absolut Coolste ist, sie hat eine Automatik dahinter. Das heisst, wenn sie zweimal antippst, dann fängt sie mal an laufen. Und jetzt siehst du gerade auch den Stand der Dinge von dem Akku, wie lange brennt der Akku mit dem dahinter. Du siehst, sie ist auf grün, das heisst, grün hat auch die stärkste Stärke. Und wenn sie stimmen will, drückst du auf das Knöpfchen drauf und dann wird sie schwächer. Jetzt geht sie in die rote Stufe. Jetzt siehst du auch, dass sie schon mal 5 Stunden lang kann brennen in der mittleren Stufe, ist mal recht geil, und in der kleinsten Stufe, ja, tut sie dir fast 10 Stunden lang brennen, also ist ja recht immer ein Power-Tüte, oder? Und eben 2000 Lumen ist natürlich genau das, wo an und für sich auch im See willst haben. Jetzt gibt es aber vielleicht mal Situationen, wo du sagst, ja, ich brauche eigentlich gar nicht die 2000 Lumen volle Kanne, du kannst das Ding auch programmieren. Und zwar kann man das programmieren, dass sie zum Beispiel immer nur in die Mitte geht, also auf die mittlere Stufe läuft, oder auch schwächer programmieren, dass sie zum Beispiel Akku sparen tut. Das kann man auch machen. Zum Beispiel, wenn du mehr unterwegs bist, brauchst du mutter selten die 2000 Lumen. Und für das könntest du die auch dann einstellen. Auch, und das war gerade ein gell? Urkrass. Anyway, vielleicht, und das war die schwächste Stufe, das ist da hinten, wo sie relativ easy wieder zusammenbauen kannst. Und wenn sie durch lang drücken, stellt sie wieder ab. Wenn jetzt lang drauf bleibst, dann geht sie eben in den Programmiermodus rein. So, jetzt wäre es im Programm 1, jetzt kannst du echt durchswitchen, je nachdem, welches Programm das du willst, und kannst einstellen, auf wie viel Prozent das sie dann soll brennen. Also, recht cooles Teil. Extrem wertig gemacht. Unzerstörbar, kannst du sagen, aus dem Hause Apex, also wird in England auch hergestellt. Sie kommt mit einem Handriemli, wo sie dann eigentlich da kannst drauf machen. Ist auch gerade mit dabei. Es gibt aber noch natürlich andere Möglichkeiten, wie sie kannst befestigen. Es gibt einen Metallframe ohne, wo sie mit einem Goodman-Handle richtig kannst befestigen. Also gibt es verschiedene Sachen. Ich würde sagen, eine super coole Lampe, programmierbar, extrem schön gemacht, super schön verarbeitet, auch wichtig. Kannst sie von außen, kannst sie laden. Das heisst, du musst nichts aufschrübeln. Alles, was aufschrübeln ist, könnte passieren, dass sie dann schlussendlich absaufen tut. Ebenfalls, sie hat eine Überwachung drin, eine Wärmeüberwachung. Das heisst, wenn du jetzt volle Kanne auf 2000 Lumen im Meer rumtauchst, das Meer ist 30 Grad, und die LEDs vorne werden irgendwann mal ein bisschen warm, dann tut sie automatisch die Leistung abdimmen, einfach um die LEDs zu schützen, dass sie nicht überhitzen. Also, recht viele coole Ideen in das Baby reingegangen. Sicher der Choice für Leute, die einfach extrem viel Power wollen und im See sowieso ultimativ 2000 Lumen, das brauchen wir, gerade wenn es mal nicht so gute Sicht ist. Im Moment so super Sicht, super Sicht. So. Und jetzt gibt es natürlich das Baby da, das ist, siehst du, also so eine Handgrösse, also von dem her eine rechte Prügel. Und gleich noch sehr handlich gibt es sie auch noch ein bisschen kleiner. Das wäre dann die kleine Luna Mini heisst die, und die hat 1000 Lumen. 1000 Lumen, die gibt es in verschiedenen Farben, die anderen gibt es nur in Grau, die kannst du auch in Lila haben oder in Schwarz haben oder auch in anderen Farben. Auch da wieder genau dasselbe Prinzip, du drückst da hinten drauf drücken, zweimal, dann startet sie und zeigt dir an, jetzt einfach nicht mit der Programmelektronik, aber sie zeigt dir an, welche Stärke das ist. Und da siehst du jetzt mittlere Stufe und die schwächste Stufe, wenn sie rot ist. Und zeigt einfach kurz die Stufen an, dann geht sie auf grün, das heisst, jetzt bin ich grün, das heisst, mein Akku ist voll. Wenn sie am Schluss rot ist und rot blinkt, dann wäre sie ready zum Laden. Da ist 1000 Lumen bei dem Ding, also auch schon ein recht starkes Teil und einfach super klein und handlich. Wenn du jetzt sagst, ich brauche eine Backup-Lampe, dann ist sie sicher mehr als das. Sie hat nämlich eben recht viel Power, sehr handlich auch. Man könnte sie auch befestigen irgendwie. Also es hat da hinten so einen Handschlauch, den man kehren kann tun, oder kannst sie an einem Spiralkabel befestigen. Mitkommen, ausgeliefert wird sie mit einem Handschläufchen.
immer ganz sexy auch, sind die kleinen Lämpchen sehr wertig halt, kommen dann auch mit so einem schönen Trückchen, ist jetzt die von der Kleinen, wo sie dann auch kannst drin lagern, wo alles drin ist, da hast du auch das Kabel drin und so weiter und alles, was du dazu brauchst für die Lampe, also ist alles in dem kleinen Trückchen. Wie gesagt, die zwei neuen Apex-Lampen, brandneu, gerade frisch gekommen. Und definitiv etwas, das man mal müsste anschauen müsste. Sicher ein Gadget, wo ich meine, Lampe brauchst du einfach. Gell? Lampe, Nachtauchgänge, wenn du fotografieren oder sonst irgendwie, braucht man eine Lampe. Im See brauchst du immer eine Lampe. Und da haben wir jetzt zwei neue Editions, die recht geil sind. Okay, schaut dir das mal an. Ich tue dich wieder hinterher stellen. So, da unsere schönen Babys. So. Dann gehen wir zum nächsten richtig coolen Gadget. Auch das ist übrigens von Apex. Die sind, also ich muss sagen, recht innovativ gewesen jetzt über den Winter. Vielleicht auch Corona. Corona haben sie einfach Zeit gehabt, um recht viele Sachen zu überlegen. Sie haben neue Reels rausgebracht. Apex hat eh schon die allerschönsten Reels gehabt. Man kann euch erinnern, vielleicht die kleinen 15 Meter Ascent Reels sind schon recht cool gewesen. Und jetzt haben sie Spulen rausgebracht, wo natürlich zum einen sicher auch vom Höhlentaucher, sie sieht jetzt grösser aus, wie sie nachher ist die Kamera. Also, ich nehme sie mal hinter. Also, es ist schon nicht so gross, wenn du mit einer Birne vergleichst. Extrem wertig gemacht. Die gibt es in verschiedenen Farben. Plus auch mit der Bremse da oben. Das siehst du da. Da kannst du, wenn die Bojen aufschiessst, dann geht die ab. Dann kannst du sie lösen, zack, abgeht sie. Und wenn sie reinziehst, dann kannst du einfach da mit der Kurbel kannst das Seil wieder aufziehen. Super handlich zum Heben natürlich auch. Man kann sie gut befestigen. Und gibt es jetzt neu mit 60 Meter. Für alle Techies, die auch gerne mal ein bisschen tiefer gehen, für unten unbedingt. Schon immer mal haben wollen Bojen schiessen, dann brauchst du das natürlich. Gibt es aber auch als 30 Meter Reel, wo vielleicht eher ein bisschen realistisch ist für unsere Sporttaucher. Klar ist sie ein bisschen grösser, aber ich sage mal, so bequem hast du vermutlich noch nie eine Bojen aufgeschossen. Also recht cool. Wie gesagt, Farben gibt es einfach dann verschiedene, wie sie da oben aussieht, verschiedene Farben, dass sie ein bisschen abgrenzt ist. Dann hat sie sehr ein wertiges Seil, eins, das auch wirklich super gut kannst anmachen und es ist nicht ein Seil, das dann irgendwo im Zeug rumfloatet, weil es leicht negativ ist. Also das ist ein recht cooles Teil. Und als Addition, sage ich mal, zu den schon bereits existierenden Reels von Apex, sicher eine wunderbare Geschichte. So, das wären die neuen Reels. Auch das recht cool, die muss man in der Hand haben. Wir haben einen Tauchlehrer von uns, den Steven. Ja, der hat ein kleines Töchterchen, das immer im Zeug rumrennt, hat sich so eins gekauft. Und damit er das Töchterchen kann da festmachen und wenn sie zurück will, dann kann er sie einfach da wieder reinholen. Das ist von dem her recht eine coole Sache. Kannst du auch für so etwas brauchen, natürlich. Wenn man es dann will, das Töchterchen wieder reinziehen statt der Bojen, warum nicht? Gut. So. Wunderbar. So, wir haben noch ein paar andere wunderschöne Sachen. Und zwar, auf dieser Seite, ja, gehen wir mal zu den Computers. Sunto ist ja wisst ihr, sicher unsere Hauptmarke natürlich von Computer. Und die haben vor anderthalb Jahren, oder fast zwei Jahren jetzt, haben sie den D5 rausgebracht. Das ist ein absolut cooler, kleiner, herziger Tauchcomputer, der aber die volle Leistung hat. Und mit dem Computer, der hat es bis jetzt schwarz gegeben oder Chrom plus weiß. Bändeli kann man relativ locker da hinten einfach lösen und wegnehmen. Gibt es ihn jetzt noch in dieser wunderschönen Farbe Copper. Seht ihr das? Ja. Copper, den mal führen schnell. So, also das ist eine recht geile Farbe, so sieht das aus. Und natürlich, was ist speziell daran, du hast ein Farbdisplay, wie du da auch wunderbar siehst, wo unter Wasser leuchtet es dir an, das ist etwas vom Feinsten. Was auch sehr cool ist, man kann das Uhrli kann man so programmieren, dass es für dich stimmt. Also in der Regel brauchst du vielleicht nicht unbedingt jetzt alle Angaben, die du könntest freischalten könntest, mit dem Knopf in der Mitte. Wenn wir sie umschalten aufs Tauchen und dann gehst du in den Tauchmodus rein und ich kann euch sagen, das ist farbig, das ist Zukunft. Wer taucht heute noch mit einem schwarz-weiß Computer? Gibt es noch Leute, die noch schwarz-weiß haben? Vermutlich noch sehr viel, darum
gehen auf etwas Farbiges. Gerade heute war wieder jemand da, gesagt, ich gehe morgen in die Ferien und habe vergessen, die Batterie zu wechseln von meinem Computer, musst da nicht mehr dran denken, du kannst dann wieder aufladen mit dem Ladegerät. Also auch wenn du es nur zum Tauchen brauchst und nicht einfach so anlegst, weil es ja sehr schön ist zum Anlegen, kannst du sie jederzeit wieder aufladen, wenn sie nach einem Jahr wieder für einen nimmst. Dann natürlich, wie gesagt, kannst du alles konfigurieren, was du willst. Du kannst sie entweder, sieht man so, ja, entweder im Nullzeitenfenster haben oder du kannst sie auf den Kompass schalten oder du kannst sie auf ein Finimeter umschalten. Relativ einfach. Also ganz einfach mit dem mittleren Knopf zum Bedienen und da unten kannst du eigentlich umschalten. Das wäre der Freediving-Modus. Du kannst Sachen umschalten, die du unten willst sehen, mit dem Fenster. Zeigt das nochmal in diesem Modus. Also da könntest du zum Beispiel die Nullzeit drauf haben, die du hast. Oder vielleicht interessiert dich, wie viel Luft du noch hast. Oder wie lange deine Luft noch lange, die Minuten und so weiter. Das kann das Baby auch, ja. Dann natürlich ist die App integriert. Logbuch schreiben tun wir zwar immer noch sehr gerne, aber heutzutage hat man da natürlich alles App-basiert. Das heisst, du gehst auf die Sunto-App, sobald du draußen bist aus dem Wasser, tut die sich verbinden mit dem App und dann lässt sie sofort alle Details rein. Das heisst, du kannst Bilder reinladen, du kannst reinladen, zum Beispiel, wenn du jetzt den gehst, anschauen, den letzten Tauchgang, kannst reinladen, zum Beispiel, wo genau bist du taucht, indem du das Kärtchen drauf hast. Dann hast du natürlich alle Daten drauf. So. Zum Beispiel, wie war dein Tauchprofil? Dann kannst du da schauen, wie bist du von der Temperatur unterwegs gsi. Oh, jetzt bin ich wieder rausgefallen, sorry. Noch rein. So, jetzt ist es besser. So, dann siehst du, wie ist deine Luft, wie hast du die durchgelassen und wie ist die Luft runtergegangen. Also das kannst du alles schön anschauen. Für die, die das unbedingt mit der Welt teilen, kannst du es gerade von da auf alle Plattformen aufladen, die dich interessieren. Also von dem her auch eine recht coole Sache. Wie gesagt, App-basierend, wo du alles kannst anschauen kannst. Dazu ein wunderschönes Uhrli. Das wäre eben der D5, jetzt neu mit Copper. Und natürlich, wenn man es dann fancy will, gibt es ja ganz viele schöne Farben von Bändeln. Oder? Man kann sie kombinieren mit was immer das man findet. Und Annik zum Beispiel, die hat etwa 20 von diesen Bändeln. Jede Farbe, die es irgendwie gibt, kann man dann da eigentlich wechseln. Es gibt noch ganz viele andere Farben natürlich. Und immer langweilig durch das Leben gehen, wenn man es doch so schön kann haben. Auch da, das Ding ist ganz einfach gewechselt, das Bändeln, nicht mehr auch hier unten auf Druck stellen. Also das ist der Future. Wenn du sowieso jetzt am Überlegen bist, ob du einen neuen Computer bald mal brauchst, dann überleg nicht, ob du nochmal einen schwarz-weißen Sitz nehmen. Nimm lieber einen farbigen Computer, du investierst in die Zukunft. Das ist so ein bisschen wie damals, wo wir von den Nokias aufs iPhone gegangen sind. Dann haben alle gesagt, zum Telefonieren brauche ich kein iPhone mit einem farbigen Display. Und wenn ich dir heute ein Nokia in die Hand drücken würde, würdest du vermutlich denken, du bist nicht ganz putzt. Oder? Und jetzt sind wir genau in dieser Zeit. Jetzt gehst du auf farbig, wieder aufladbar, App-basiert. Also das ist die Zukunft. Und wir sind mit drin. So, wenn wir schon von diesen coolen Uhrli am Pläudern sind, D5 im normalen Bereich, so, gibt es natürlich noch ein ganz anderes Baby. Die habe ich da. Für unsere Multisportler, die jetzt finden, ich muss unbedingt etwas richtig Geiles haben, wo auch mein ganzes Leben ein bisschen mitmachen kann. Denn natürlich ganz neu rausgekommen ist auch der Garmin Decent MK2i. Okay. Und ich bin ja wirklich ein eingefleischtes Sunto-Kind, kannst du sagen, aber der hat mich jetzt wirklich überzogen, darum trage ich mittlerweile auch also, ich liebe das Ding über alles. Zum einen, schau mal, wenn du eine Schachtel aufmachst und dann da oben rein schaust, dann kommst du fast schon schüben, über wie schön das aussieht. Gell? Das ist übrigens gibt es in zwei Versionen, und zwar in der Titanium-Version, wo Luft integriert ist. Das ist ja ganz neu jetzt. Der MK1, was vorher gehört, der ist nicht luftintegriert gewesen. Der ist es jetzt. Und das gibt es ja auch als MK2 ohne das i. Das ist ein Edelstahl-Gehäuse plus nicht luftintegriert. Jetzt aber, was kann das Baby? Ich zeige dir mal schnell, ich ziehe es jetzt mal gerade ab. Ungern zwar, mein Puls kann es nicht mehr messen, also da sind wir schon mal dabei. Sie tut Puls messen, sie tut den Sauerstoffgehalt im Blut messen, das ist heute coronatechnisch sehr wichtig. Farbdisplay selbstverständlich, wo auch sehr gut siehst. Und wenn du willst tauchen, kommst du einfach rein oder drückst sie an, kannst alles Zeug noch einstellen und dann bist du ready to dive. Auch farbig selbstverständlich wieder aufladbar.
Und sie ist Touch, das heißt, wenn du unter Wasser drauf döckelst, dann gehst du auf den Kompass oder so eine allgemeine Beschreibung da vom ganzen Tauchgang oder auf die Luftintegrierung da selber. Natürlich, mit der kannst du nicht nur tauchen, mit der kannst du alles machen, was es irgendwie gibt an Sport. Gell? Du kannst ja mit der auch zum Beispiel spazieren, rudern und so weiter, dann kannst du wandern mit ihr. Sie hat alle Golfplätze der Welt drauf, wenn du das brauchst. Ja. Dann alle Wanderkarten sind drauf. Also das kannst du alles freischalten, was du willst. Du siehst also so viele verschiedene Sachen. Plus, logischerweise ist es ein Wandertracker zum Beispiel. Du hast alle Fischerplätze drauf, wenn du das brauchst. Du kannst Musik draufladen, das ist auch noch cool. Du kannst Kopfhörer verbinden und kannst mit der Musik hören. Dann kannst du zahlen mit der Garmin Pay, kannst deine Kreditkarte hinterlegen und mit der zahlen. Also wie eine Smartwatch eigentlich das auch kann. Also ist recht cool. Und natürlich auch da wieder Smartphone, gehen wir da gerade rein. Da hast du natürlich dann das Garmin Connect App. Und jetzt hoffen muss ich mich nicht schämen, weil meine Body Battery ist wieder mal im Eimer runter. Da kannst du schon mal schauen, zum Beispiel, wie ist dein Herzschlag, meine Body Battery. Ich sehe auch am Abend kein Wein trinken. Aber das merkt ihr. Und am nächsten Morgen ist Body Battery im Arsch. Ja, anyway, dann siehst du aber auch, wie du Sport gemacht hast und wie bist du zu Weg und so weiter. Das siehst du alles da. Oder eben gestern bin ich fleissig gewesen. Zum Beispiel bin ich gestern spazieren gegangen. Dann siehst du natürlich, wie viele Kalorien hast du verbrennt, wo bist du gewandert und so weiter. Dann bin ich auf der Rudermaschine gewesen, wie ein Verrückter bin ich rumgerudert. Auch da habe ich recht Gas gegeben. Und natürlich auch beim Tauchen, wenn du tauchen gehst, das kann sie selbstverständlich auch, dann kannst du auf den Tauchgang gehen, das ist der vom Sonntag, dann hast du da schon mal die ersten Angaben vom Tauchen und dann hast du das Garmin Dive App da unten, wo sie gerade ins Garmin Dive App reingeht und da hast du jetzt alle Angaben drin. Ganz cool ist auch, du hast einen Satellit, wenn du aufs Kärtchen drückst und dann da oben auf Satellite drückst, dann siehst du auch das Satellitenbild, wo du am Tauchen bist. Das ist schon mal recht cool. Und weil sie halt eben auch den Puls misst und deinen ganzen Zustand misst unter Wasser, also vor allem jetzt, wenn sie auf der Haut hast, kann sie auch noch rein berechnen, was ist dein Herzschlag während dem Tauchgang, wie viele Kalorien hast du verbrennt und so weiter. Wenn sie würdest wollen, unter einem Trocken tauchen, dann nimmst von Garmin einfach noch so einen Pulsgurt dazu, wo du kannst um die Brust umschnallen und dann hast du den Puls auch, obwohl sie über dem Trocki hängt, das tut sie dann mit einbeziehen, das Ganze. Also das ist im Moment so der heisseste Anwärter von, also wenn irgendjemand einen Preis gönnt, die Tauchcomputer von neu sind und alles auch könnt, dann ist das sicher die Garmin MK2i, wo im Moment super populär ist. Klar nicht günstig, aber gell, du sparst dir eigentlich eine Sportuhr, die du kaufst, die auch um die 1000 Franken kostet, wenn du eine richtig gute willst. Plus ein Tauchcomputer, der luftintegriert ist. Also von dem her hast du gerade alles in one. All in one, brauchst du also nichts mehr anderes dazu. MK2i heisst das Baby. Haben wir vorrätig, kommst du nur im Tauchshop über, also von dem her musst du unbedingt mal vorbeikommen, um das Teil anzuschauen. Aber du läufst mit denen raus, es gibt welche dazu. So, dann haben wir noch einen neuen Automat, den ich euch zeigen will. Und zwar hat Maris etwas Neues herausgebracht und das ist der neue 62X, heisst das Baby. Das ist jetzt so einer von den leichtesten neuen Automaten, die es gibt, kombiniert mit dem Dual Adjust, den wir hier sehen. Das Ganze hat ein Gewicht von knapp 800 Gramm, beides zusammen. Also sehr, sehr reisefreundlich, was ich sehr cool finde. Super kleine erste Stufe, mit dem Kopf wieder, das sehe ich, eine kleine Stufe. Sehr gut geführte Hochdruckabgänge, gut geführte Mitteldruckabgänge und etwas ganz Cooles, was vergessen wir oftmals, wenn wir am Meer taucht sind und haben noch Freude, dass der Tauchgang schön war, dünkelt das Ding ins Wasser zum Waschen, vergessen das Käppchen drauf zu tun. Kein Problem, weil da hinten, das siehst du jetzt vielleicht nicht ganz, doch, jetzt siehst du es da, hat das AST-System hinten drin, das heisst, es geht zu, sobald sie nicht unter Druck ist und da kommt kein Wasser rein. Durch das schützt dein Baby natürlich auch recht gut, dass sie nicht immer so schnell oder so schlimm aussieht, wenn sie dann mal wieder revidieren lässt. Dann auch die zweite Stufe, ist super leicht,
leicht, super angenehm. Technopolymer, das ist also eine sehr robuste Ware, die auch sehr leicht ist, also ein Maul sehr angenehm zum Tragen ist. Adjustable, das heisst, du kannst einstellen, wie leichtgängig soll die Luft kommen. Und sie hat auch ein Vortex-Röhrchen drin, wo natürlich zusätzlich noch einen Unterdruck generiert, das einfacher ist in allen Lagen zum Schnaufen. Eine grosse, gute Munddusche, von dem her auch eine gute Sache. Das ist sicher, sage ich mal, der neue heisse Anwärter für alle Leute, die halt jetzt einen Automat brauchen, die es nur im Mehrwand brauchen und gleich halt volle Leistung wollen, zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Absolut genial. Das wäre der neue 62X mit dem Dual Adjust. Okay? So, wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr. Gehen wir noch schnell zu Masken. Masken, ihr kennt vielleicht Paragon schon von TUSA. Jetzt neu ist die Paragon S rausgekommen. Das ist das Baby. Paragon S ist einfach der Unterschied zu der normalen Paragon, dass sie keinen Steg mehr hat in der Mitte. Dadurch ist das Blickfeld natürlich noch grösser. Und was euch vielleicht schon mal auffällt, ist, dass sie solche komische Scheiben hat da vorne. Das ist Ultra-Clear-Glas, also Ultra-Clear-Glas, wo 99% vom Licht durchlässt. Das wird unter hochsterilen Zuständen wird das hergestellt, dass kein Dreck in das Glas reinkommt. Nur das kommt mehr Licht rein und das wirkt alles schärfer. Sogar für Brillenträger wie mich wirkt alles schärfer. Plus hat sie einen UV-Filter drin oder Oberfläche, die die Augen schützt. Gut für Tauchlehrer zum Beispiel, wo halt oftmals an der Oberfläche rumdümpelt mit den OV-Dealer. Und ebenfalls, weil sie leicht rötlich korrigiert ist, werden die Farben viel, viel schöner unter Wasser. Dann hat sie etwas weichste Silikon, das es gibt. Das ist das Freedom Silikon, ein super weich, super angenehm, passt fast auf jedes Gesicht. Und hat 3D-Buckles, das sieht man da vielleicht. Da kannst du mit denen in allen Richtungen kannst die Dinge einstellen, dass sie eben auch im Gesicht sehr bequem sitzt. Das wäre die neue Paragon S von TUSA. Definitiv auch etwas zum mal anschauen und mal anprobieren, ob sie auf dein Gesicht passt. Und wenn, ist sie vermutlich die Maske, die du nicht mehr abziehen willst, sogar wenn du nicht unter Wasser bist. Einfach richtig geil. UV-Filter, fast wie eine Sonnenbrille. Two in one. Und wenn wir schon bei Masken sind, da gibt es auch noch einen richtig cooles Teil von X-Deep. Wie gesagt, eine von unseren neuen Lieblingsmasken und das ist die da, die Frameless-Maske. Die sieht schon mal recht cool aus, gell? Die gibt es so in schwarz oder es gibt sie auch ja, in hell. Leute, die einfach gerne noch etwas auf der Seite sehen, die siehst du fast nicht. Also hättest du fast keine Maske im Gesicht, sehr viel Licht drin. Auch da richtig cool. Sehr grosses Blickfeld und halt einfach ein super cooler Look. Das heisst, wenn dir die passt in deinem Gesicht, dann ist es eine geile Maske. Vor allem, wenn du hast ein riesengroßes Blickfeld. Ich ziehe es mal an, schau mal, ein riesengroßes Blickfeld. Halt auch. Das heisst, du siehst extrem viel auf die Seite, weil sie No-Frame ist, siehst praktisch keinen Rahmen rundherum und ich finde, ich sehe sehr gut aus mit diesen Masken. Das ist schon wichtig, das ist sehr wichtig. So, also das wäre auch noch ein schönes Gadget, wo man könnte sich zutun. Man braucht immer eine zweite Maske, vielleicht willst du deine, die schon lange alt ist, mal ersetzen und dann wäre das eine sehr gute Sache mit dieser X-Type-Maske als zweite Maske. So, jetzt ist alles unscharf. Ah, jetzt ist gut. Gut, und ich sehe, unsere Zeit ist fast schon abgelaufen. Ich hätte noch so viele schöne Sachen da, das gibt es gar nicht. Was soll ich euch jetzt noch zeigen? Gut, was vielleicht auch noch recht cool ist, ich habe noch zwei Anzüge dahinter. Nur ganz kurz etwas dazu gesagt, das ist der neue Xenos von Fourth Element. Der Xenos hat alle coolen Features, die der Xenos 5mm vorher hatte. Und das ist jetzt ein 7mm. Und zwar einer von den schönsten 7mm Anzügen, die es gibt, vermutlich. Ja, der hat eine wunderschöne Beschichtung vorne, hat super flex Material, ist einfach zum Einsteigen. Innen hat er eine sehr schöne Beschichtung, die wärmt und auch hilft, dass man besser reinschlüpft. Und wenn du mal anhast, siehst du nicht nur sensationell gut aus, sondern er fühlt sich auch extrem gut an beim Tauchen. Und auf dieser Seite, auch ganz neu rausgekommen ist von Apex der Thermic. Das ist ein halbtrocken Anzug, der bereits Beitaschen dran hat und ein Überbrusteinstieg, also dass der Einstieg wirklich sehr einfach ist, obwohl es ein halbtrocken Anzug ist und auch das super, super bequem, extrem gute Beweglichkeit und ein Anzug, den wir sicher auch jetzt da für unsere See im Sommer könnte brauchen. Ja, definitiv auch zum Madrid steigen, definitiv wert. Und ich sehe, leider ist unsere Zeit ab,
gelaufen. Wir haben nämlich eine halbe Stunde veranschlagt. Sonst hätte ich nämlich noch einen Sportdiver dahinter. Das ist das neue Gehäuse da, wo dein iPhone kannst reinstellen kannst. Auch das eine coole Sache. Plus dann auch vielleicht für unsere Kaltnase hätte ich auch noch die Thermolution-Shirts können vorstellen, aber das müssen wir jetzt halt das nächste Mal verschieben. Ich sehe, oder können wir am besten mal in den Laden schauen, euch die Sachen an. Habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu, dann stellt die. Schaut mal schnell, ich glaube, der Endo ist eh im Hintergrund und tut euch die Fragen anschauen. Und sonst könnt ihr uns auch jederzeit natürlich anrufen und, oder vorbeikommen und dann tun wir euch gerne die Sachen auch noch live zeigen. Ich garantiere euch, dass ihr mit dem einen oder anderen vermutlich von diesen Sachen werdet rauslaufen. Okay? Dann danke ich euch aber viel mal. Ihr könnt das Webinar nachher auch nachschauen. Wir setzen es dann auf die Homepage, setzen, dass ihr das nochmal könnt, begutachten könnt. Und wenn irgendwelche Fragen da sind, könnt ihr vorbei. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Nachmittag. Jetzt weiterarbeiten, Homeoffice-Time. Ja, da macht man eigentlich nicht so Sachen wie Webinars anschauen. Das geht eigentlich gar nicht. Dann habt ihr alles gut gemacht. Ich sehe euch bald im Laden. Wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Tschüss miteinander.